Nikolai, 3:1, deutliches Ergebnis eigentlich gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle besser dasteht. Aber eigentlich, so wie ich es gesehen habe, von den Chancen her hätte es noch höher ausfallen können. Ja, stimmt. Wir haben heute echt ein gutes Spiel gemacht. Wir waren eigentlich über 90 Minuten überlegen. Wir hatten auch ein paar Aushilfen von der ersten Mannschaft, das hat man natürlich gleich gemerkt. Aber absolut verdient gewonnen, auch von den Chancen her. Absolutes Übergewicht verdient, auf jeden Fall. Du hast in dieser Runde etwas Pech gehabt, viel Verletzungspech, hast lange Zeit gefehlt. Dein Trainer hat auch gemeint, dass du als wichtiger Spieler ausgefallen bist. Heute hast du mal länger spielen können. Wie ist die Situation, was das angeht? Also mittlerweile geht es mir wieder gut, keine Beschwerden. Ich freue mich natürlich wieder auf dem Platz zu stehen. Es war das zweite Heimspiel in der Saison für mich. War ein sehr gutes Gefühl auf dem Platz mit den Mitspielern von der ersten, von der zweiten Mannschaft. Macht es natürlich richtig Bock, die Jungs sind super. Ich fühle mich wieder richtig gut. Du hast einen Elfmeter rausgeholt. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du das gemacht hast? Ja, ganz clever. Einen Ball abgeschirmt, auf einen Kontakt vom Gegner gewartet. Da kam dann verdienter oder berechtigter Elfmeter. Gut verwandelt vom Schenker. Ihr steckt im Abstiegskampf, wart vor dem Spieltag jetzt auf dem Relegationsplatz, habt ihr ein bisschen Punkte sammeln können. Wie geht's jetzt weiter? Die nächsten Spiele, eigentlich gegen gleichwertige Gegner wieder, ist alles möglich. Ich glaube, das schaffen wir. Wir haben eine gute Mannschaft, spielerisch, qualitativ sehr gut. Ich habe gar keine Bedenken, dass wir den Klassenverhalt nicht schaffen würden. Also wir schaffen das auf jeden Fall. Nikolai, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank.